Was geht YouTube? Und ich freue mich natürlich wieder, dass ihr euch bei mir hier reingeklickt habt. Heute mal ein Thema, was vielen von euch wahrscheinlich helfen würden. Hashtag Mainstream Shit natürlich hier. Einfach ganz normales COD-Gameplay mit einem Thema, was euch wahrscheinlich gefallen wird. Und zwar geht es heute darum, wie man am besten Dark Matter erreicht. Tipps und Tricks bei schweren Waffen. Unter anderem jetzt das Kampfmesser, die Sniper, die Shotguns und die MGs. Und wenn noch irgendwas einfällt während des Videos, dann kommt es natürlich auch dazu. Ich zeige euch dann immer ein paar Ausschnitte dazu, also in einem eigenen Lobby mäßig. Und dann könnt ihr sehen, wie einfach das eigentlich ganz ist. Also zuallererst muss euch bewusst werden, was Dark Matter heißt. Dark Matter heißt, alle Waffen auf Diamant zu spielen. Ob das jetzt Werfer sind, ob das jetzt die Sturmgewehre sind, ob das jetzt die MP sind, das ist egal. Ihr müsst alles auf Gold haben, jede einzelne Waffe. Klingt an sich jetzt eigentlich relativ schwer, aber mit der Zeit geht das Ganze. Ich habe dafür circa 4 Tage gebraucht, ein bisschen weniger. Und das geht eigentlich ganz einfach. Ich muss nur bewusst werden, dass ihr only auf die Dinger geht. Also auf die verschiedenen Herausforderungen, die ihr machen müsst. Das klingt jetzt an sich immer so ganz leicht gesagt, dies, das, aber es funktioniert und da gibt es auch viele einfache Tricks dafür, um spezielle Waffen hochzuspielen. Wir nehmen jetzt als Beispiel mal die Sturmgewehre, ja? Die Sturmgewehre sind an sich mit den MPs meistens so die einfachsten Dinger zum Hochspielen. Und zwar braucht man zum Anfang 100 Headshot und dann die weiteren Optionen, die an sich eigentlich relativ easy sind. Deswegen dachte ich mir heute, die Sturmgewehre und die MPs lasse ich raus, weil die bekommt man mit Leichtigkeit eigentlich hin. So, wenn man jetzt aber für alle Waffen, soweit die 100 Headshots hat, braucht man natürlich Weitschuss. Jetzt hat man aber keinen Bock, irgendwie Hardcore zu spielen und oben im Fenster zu glitschen und warten, bis irgendjemand im anderen Fenster auftaucht, um den dann eben einen Weitschuss zu geben. Gebe ich euch jetzt ein ganz einfaches Beispiel, wie ihr ganz schnell Headshots machen könnt. So, meine Freunde, wir haben jetzt hier das Varix, wie sie draufgepackt. Drück auf einen Zoom und wir sehen, wir haben jetzt einen Weitschuss gemacht. Und das ist nur die Nuketown-Distanz gewesen. Das ist an sich relativ easy, hier Weitschüsse mit dem Varix-Visier zu machen. Kann man auf jeder anderen Map auch machen. Und ja. So. Ihr habt gesehen, es ist relativ einfach. Die Weitschüsse funktionieren. Das geht nicht nur auf Nuketown, das geht auf jeder anderen Map auch. Wie gesagt, das Varix-Visier ist eins der leichtesten damit. So funktioniert das Ganze. So. Jetzt hätten wir die Sturmgewehre und die MPs abgeschlossen. Dann geht's weiter mit dem leichten MGs. Das ist so jedem seine Sache. Meiner Meinung nach ist die Gorgon. Also jede Waffe ist gut, außer die Dredge, weil die Dredge einfach meiner Meinung nach komplett von Arsch ist. Aber gut, da zeige ich euch gleich einen Trick dazu. Davor noch, was ich euch empfehlen kann, packt auf jede Waffe, die ihr habt, Großkaliber drauf, weil da zieht ein Headshot mehr Schaden und dann ist die Headshot-Chance einfach höher, die ihr macht und so geht das Ganze natürlich einfacher. Kommen wir zu den Sturmgewehren, da zeige ich euch mal schnell eine Klasse, wie ich das Ganze bei jeder gemacht habe. Also um die Headshots zu machen, weil das ist meistens immer das Schwerste. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier eben in Gameplay in Nuketown. Sorry nochmal, dass die Audioqualität etwas abgekackt ist, aber ich nehme das Ganze hier mit Shadowplay auf. Und da ist das Ganze hier ein wenig blöd. Also passt auf. Ihr habt hier zum Beispiel, wie ich jetzt zum Beispiel, die Sturmgewehr. Ich bin in einer eigenen Lobby, nur um euch das zu zeigen. Also Rekrut und natürlich Karte an. Wie einfach das Ganze an sich eigentlich funktioniert. So, wir haben jetzt ein MG und suchen damit Headshots zu machen. So funktioniert das Ganze nicht. Ich gebe euch jetzt einen Tipp. Normalerweise aimt man ja so circa auf diese Höhe hier. Oder auf diese Höhe. Jetzt tut mir. Also, das ist ein Trick, der geht einfacher, aber. Man wird wahrscheinlich von der KD her schlechter sein. Aber ich meine, im Endeffekt, wenn wir so einen Dark Matter haben, und das ist egal. Also, ich gebe euch jetzt einen Tipp. Und zwar, normalerweise, jetzt aimt ihr hier hoch, ja. Ihr aimt jetzt nur auf dem Kopf und bleibt auf dieser Ebene. Das heißt, ihr wart so und dann schießt ihr nur so. Und dann wird zwar die KD ein bisschen runtergehen, aber man macht nur so. Und dann geht das Ganze auch einfacher. So, wir haben jetzt hier die Dredge ausgewählt. Das Ganze geht genauso einfach oben auf den Kopf zielen. Höher als normal. Und einfach wirklich die ganze Zeit nur oben auf dem Kopf bleiben und dann schafft man es. So, ihr habt gesehen, es geht relativ einfach, die Headshots zu machen. Angenommen, die werden jetzt fertig. Dann geht's weiter mit den Sniper. Sniper ist, naja, es ist relativ einfach. Also Locus vor allem und P06 und die SVU, die kann man in einer ganz normalen Modi spielen. Einfach Kills damit machen, gut, man wird wahrscheinlich ein bisschen negativer sein. Die KD wird auch bei der Meta runtergehen, aber das ist egal, weil die kann man danach wieder hochspielen. So, jetzt geht's um die Drakon. Die Drakon ist eine Waffe, die mir persönlich überhaupt nicht gefällt, damit könnte ich überhaupt nicht spielen. Aber du musst die auch irgendwie hochmachen. Das Einzige, was ich euch empfehlen kann, das ist die 100
Soforttreffer in Hardcore zu machen. Einfach Hardcore spielen, man hat die und dann geht es relativ weiter. Den Rest habe ich dann einfach ganz normal auf Nukedown gemacht. Weil ich ja ohne Nukedown spiele oder auf irgendeiner anderen Map funktioniert genauso. Weitschüsse geht natürlich auch wieder das Varix-Visier, falls es da nicht gibt. Sniper, Weitschüsse ist akzeptabel, kann man auf jeder Map machen. Dauert zwar ein bisschen, aber es funktioniert. So, und jetzt nochmal ein Tipp zu Blutrünstig. Man muss hier 5 Kills machen mit der Waffe und halt eben Blutrünstig zu schaffen. Das muss man auch 5-mal machen. Und es ist mit Sniper nicht immer relativ einfach. Ich gebe euch jetzt einen Tipp und zwar spielt Nukedown, wenn ihr Nukedown habt. Wenn nicht, dann spielt Herrschaft, ganz normales Herrschaft mit einem Team, die euch dann die Hater machen oder was auch immer so, dass ihr ein bisschen das Spiel kontrollieren könnt. Und so einfach an diesen langen Spots, die man mit Waffen, was er nicht töten kann, stelle ich einfach mit Sniper in Hardscope, hol ich da ein paar Kills, dann geht ihr woanders hin, auch wieder an dieselbe Stelle. Ich zeige euch dann mal jetzt ein paar Spots hier bei Nukedown zum Beispiel. Und zum Beispiel hier oben, zack, zack, haben wir 2. Wir haben jetzt 2. Und was ich sehe, keine Leute, dann gehen wir dahin, zack, nächsten und vielleicht noch den oder so. Okay, ich kann mit der Waffe nicht spielen, aber trotzdem. So funktioniert das Ganze. Dass man weg vom eigenen Angriffsmoment ist. So zum Beispiel hier. Oder da vorne. Scheiße dann. Hier. Dass man halt nicht in Gefahr ist. Also schön am Headgatchen, dass man hier die 5 Kills machen kann und dann ist gut. So Jungs, jetzt geht's um die Shotguns. Shotguns sind an sich relativ scheiße und die Headshots damit zu machen. Bis ich rausgefunden habe, wie das Ganze funktioniert, war eine Qual. Ich hatte gar keinen Bock drauf, aber ich habe es dann am Ende doch gemacht, weil ich habe gesagt, ich wollte Dark mit haben, aber ohne Shotguns. Und das war mir dann am Ende so dumm, dass ich mir gedacht habe, gut, okay, den mache ich jetzt. Wie gesagt, Ausschnitt kommt jetzt. Man muss ja nur bei 2 Pumpguns vor allem, die Headshots machen, den Rest braucht man sofort Abschüsse. Und bei Haymakers ist es so, wenn man so geht und dann macht man so hier, dann klappt das Ganze immer nicht so ganz, weil es ist immer so, Headshots ist immer blöd. Jetzt zum Beispiel habt ihr gesehen, das war ein Headshot, weil ihr müsst über die Köpfe zielen. Wenn ihr über die Köpfe zielt, dann ist automatisch Headshots. Gut, die Trefferquote ist zwar nicht so gut, aber ihr macht automatisch Headshots. Es ist einfach viel einfacher, wenn ihr über die Köpfe zielt von den Leuten. Weil dann wird's einfach, das ist halt einfach so, ich hab das damals so rausgefunden, dass wenn ihr über den Köpfen chillst, dass es halt dann immer Headshots werden. Es geht natürlich bei der Brecke genauso, generell bei jeder Shotgun. So, und wenn wir das alles dann haben, also wir haben das Ganze natürlich jetzt, dann fehlen uns noch diese Secondaries. So, meine Freunde, ich war jetzt nochmal ganz lieb und habe das Ganze nochmal für die Secondaries gezeigt, für die Pistolen. Da gibt es nämlich auch 2 verschiedene Arten. Einmal gibt es hier die normale Burst-MG-Pistole. Dann gibt es hier natürlich nochmal für, also One-Shots zu triggern und halt eben die LK, und viele beschweren sich, dass die LK und die AK-5 eben so die schwersten sind. Und deswegen zeige ich euch mal, wie das hier auch funktioniert, die Headshots zu machen. Einfach ganz easy, man geht hier auf den Kopf, Großkaliber und langer Lauf immer dabei haben, weil das sind so die Perks, die man braucht. Und dann einfach hier auf den Kopf aimen. Gut, du wirst, man wird wahrscheinlich ein bisschen negativ aus der Partie rausgehen, aber funktioniert noch ganz genau. So, wir haben jetzt hier die LK, natürlich auch LV-Visier, langer Lauf und Großkaliber. Großkaliber ist natürlich bei jeder Waffe verdammt wichtig. Und hier geht es eigentlich genauso, nur dass man halt ein bisschen höher zielt. So, wir suchen jetzt den Gegner. So, und dann versuchen wir natürlich den Headshots zu geben. Natürlich sind die nicht alle so blöd, aber hey. Einfach auf dem Kopf bleiben. Am besten im Haus oder so, weil dann ist man nahe aufeinander. Und man hat wenig Ding zu veraimen, weil auf große Distanz mit Headshots, das fängt blöd. Aber so funktioniert das Ganze genauso. Weil man, der Gegner ist da, zack, tot. Und also die Pistolen und das Kampfmesser. Schachtipp von mir, spielt Nukedown, spielt eine kleine Map, 6-Mann-Party, Orbit oben. Und dann könnt ihr da easy die Kills machen, wenn die Gegner nicht allzu gut sind. Und das Ganze wieder vor bei den Pistolen, genauso wie bei der Haymaker, beziehungsweise bei den Shotguns oder halt bei den Sturmgewehren oder sonst jeder Waffe. Das ist nämlich alles im Prinzip von den Headshots her gleich. Ich hoffe, meine Tipps konnten euch helfen bei den Headshots oder bei sonstigen Herausforderungen bei Call of Duty. Ich würde sagen, das war's soweit. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Oder wenn ihr noch weitere Tipps und Tricks über Call of Duty wissen wollt, wie zum Beispiel irgendwelche Movements auf Nukedown oder so, wie man am besten die B-Flagge bei Herrschaft einnimmt oder so, oder ähnliches, schreibt mir doch mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Jungs. Ciao.